Weil ihr seht, das ist eine ganze Aufnahmesession hier. Deshalb, ich habe noch mal so ein Double Masters. Das kam ja Ende letzten Jahres, glaube ich, raus. Ah ne, da kam Commander Legends raus. Wann kam denn Double Masters raus? Mitte letzten Jahres. Letztes Jahr gab es einfach viel zu viele Produkte. Und ja, wir gucken jetzt noch mal Double Masters an. Was konnte Double Masters? Double Masters konnte alles verdoppeln. Witzig. Nee, aber ernsthaft. Es war tatsächlich ein ganz cooles Produkt und ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, dass es so hart untergegangen ist, weil es so viele fucking Produkte gab. Gucken wir, was wir drin haben. Wir fangen an mit der Pirate Spellbomb. Ein Mana-Artefakt für ein rotes Opfern zwei Schaden zufügen an irgendeinem Target oder für ein farblos Opfern eine Karte ziehen. Revoke Existence. Zwei Mana, Sorcery, man exilt ein Artefakt oder Verzauberung. Silks Slicer, 3 Mana Artefakt, Living Weapon, eine Kreatur kriegt +2/+2 und für 4 Mana equippen. Battle Rattle Shaman, der war cool. 4 Mana 2/2, zu Beginn des Combats kann man einer anderen Kreatur, ne, irgendeiner Kreatur, okay, +2/+0 geben. Für eine Common, voll okay. Death Hooded Cobra, 2 Mana 2/2, für 2 Mana kriegt die Wachsamkeit, Reichweite und für 2 Mana kriegt die Death Touch bis meines Zuges. Golem Skin Gauntlet. Ein Mana Ausrüstung kriegt plus, die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+0 für jede Ausrüstung auf, also mindestens +1/+0 für 2 Mana zum Ausrüsten. Zelumgas Scavenger, 5 Mana 2/3 fliegend mit Exploit. Also man kann eine Kreatur opfern, wenn er gespielt wird, wenn er ins Spiel kommt, so. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, legt ihr auf den eine +1/+1 Marke drauf und er kriegt Eile, wenn der exploited wurde. Okay. Okay. Alabaster Mage, 2 Mana 2/1, für 2 Mana kriegt eine Kreatur Lifelink. Der ist ziemlich cool. Woodland Champion, das ist unser erster Ankam. 2 Mana 2/2, immer wenn ein oder mehr Token unter eure Kontrolle ins Spiel kommen, kriegt der eine +1/+1 Marke. Ne, so viele sogar. Nice. Der ist gut. Doctor Engineer, 3 Mana 1/3, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt ihr 1/1 Doctor und Artefaktkreaturen, die ihr kontrolliert habt, Eile. Der ist cool. Celestia Guildmage, cool. 2 Mana 2/2, mir fehlt hier unten dieses Celestia-Symbol drin tatsächlich. Für 4 Mana kriegt ihr einen 1/1 grünen Subrolling. Für 4 Mana, also bei dem oberen grün ist, bei dem unteren weiß ist, kriegen alle Kreaturen, die ihr kontrolliert, +1/+1. Und unsere erste Rare ist ein adaptives Automaton. 3 Mana 2/2, wenn ihr ins Spielfeld kommt, sucht ihr euch einen Kreaturentyp aus. Diese Karte hat den ausgesuchten Kreaturentyp. Kreaturen mit diesem ausgesuchten Kreaturentyp kriegen +1/+1. Unsere zweite Karte, wow, ist das bad. Zweite Rare ist ein Duplikant. 6 Mana, 2/4 mit Imprint. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, exilt ihr Nicht-Token-Kreatur. Und solange diese Karte exiled bleibt, die ihr hier mit exiled habt, solange es eine. Was? Dominant is a creature. Solange es eine Kreatur war, die ihr exiled habt, kriegt der Stärken-Widerstandskraft gleich. Und den Kreaturentypen der exilten Karte, die da imprinted ist. Okay. Und unser erste Foil ist ein Corridor Monitor. 2 Mana 1/4, wenn er ins Spielfeld kommt, antappt ihr eine Kreatur oder ein Artefakt. Und unser zweite ist ein Buried Ruins. Okay, das ist nicht schlecht. Land kommt getappt ins Spiel, 2 Mana tappen, opfern, ihr bringt eine Artefaktkarte aus eurem Friedhof die Hand zurück. Dazu noch ein Treasure und das war Double Masters. Ja, 2 Foils, 2 Rares. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.